Hey Leute, da bin ich wieder und ich habe wieder ein neues Video für euch. Ich bin noch ein bisschen aus der Puste von dem ganzen Hin- und Herhieven der Kartons und ja, ich kann es nur noch mal sagen, es wird langsam überschaubar, also wirklich überschaubar. Fangen wir auch gleich an. Vereinzelt ein paar Blu-rays habe ich noch gefunden. Der Unstoppable habe ich damals in England geholt, weil die deutsche Blu-ray leider kein Wendecover hat. Die Jurassic Park Trilogie ist aus der großen Box raus, die kommt aber auch gleich noch. So Expendables wie auch die beiden anderen Teile natürlich im Hero Pack, ne, wo hinten dann wieder diese Gürtelschnalle dabei ist. Ich glaube beim anderen war es ein Zippo und noch irgendwas anderes. Ich muss noch mal nachschauen, ich weiß jetzt aus dem Kopf raus gar nicht. Aber egal. Ja, wieder bloß so eine Points Card. Eine alte. Ja, die gibt es ja leider schon lange nicht mehr. Dragon Age in der Blechbox mit dem Schuber drüber. Piggy-Version. Da habe ich auch damals etwas länger danach gesucht gehabt. Dann haben wir eine weitere Staffel der Simpsons. Da dürfte nur die neue fehlen. Schade ist, dass sie ja irgendwie so bei, ich glaube bei 10 oder 11, haben sie angefangen mit den fest aufgedruckten FSK-Logos. Mittlerweile kann man sie ja schon wieder als Aufkleber abziehen. Ist auf jeden Fall besser. So, dann haben wir noch Ralf Reichts. Sehr cooler Film, kann ich euch nur empfehlen. Für alle, die ihn noch nicht kennen. Und da er sich ja auch um Videospiele dreht, dürfte auch für die meisten von euch wirklich interessant sein. Dann haben wir, jetzt fällt mir schon wieder was um, Ghostbusters. Und das sind die Ghostbusters aus meiner Jugend, also die allerersten, soweit ich weiß, ne, wo noch der Tracy, dieser Affe, dabei ist. Es heißt jetzt hier Volume 1, ja, das sind definitiv auch nicht alle Teile, aber bitte, wenn ihr was wisst, ich habe nur die gesehen. Also irgendwie haben sie scheinbar mit der ersten Box hier aufgehört, da ist nichts weiter gekommen. Außer ich habe es eventuell übersehen, also informiert mich, ne, wenn ihr da irgendwas habt. Star Wars Force Unleashed, ne, auch Piggy-Version, klar, in diesem Plastik-Dingsbums inklusive, glaube ich, USB-Stick müsste drinnen sein. So, was haben wir hier? Da haben wir die Sniper Elite 3 Collector's Edition. Ja, große Blechbox, als US-Version erschienen. Ja, ich habe mir das Spiel dann damals noch als Komplettsystem dazu, als Complete Edition noch dazugeholt. Um halt auch die DLCs drauf zu haben, wobei leider von den DLCs der letzte dann doch wieder gefehlt hat. Also das ist wieder so eine Aktion gewesen, wo man echt nur den Kopf schütteln kann. Also reine Geldmacherei von den Publisher. Ja, zweimal Last of Us, diese Vorbestellerboxen mit dem Shirt für die PlayStation 4. Dann, ein bisschen größer, da muss ich jetzt mal kurz zurückgehen, ist ja dieses Dancing Stage Mario Pack, ne, für den GameCube. Das könnte man jetzt mal darüber schieben. Dann haben wir hier die sehr coole Edition von Braveheart. Ja, da ist dieses Schwert halt eben drin, ja, wie es ja auch draufsteht, mit dem nummerierten Zertifikat etc. Die tun wir hier rüber. Dann machen wir kurz die hier. Rise of the Argonauts. Also, ja. Halt nochmal ein paar 360 Spiele. Prey. Rio. Ja, das war eigentlich ganz cool. Ich stelle das Ding mal wieder ein bisschen runter, weil dann stimmt der Winkel wieder eher. Prototype 2. Ja, das habe ich vor kurzem jetzt beendet. Das ist irgendwie, ja, schlecht ist es nicht, aber sonderlich gut hat es mir auch nicht gefallen. Jetzt greife ich es dann nochmal auf der One an, wenn ich mal Lust und Zeit habe. Ridge Racer, recht fehlerhaftes Spiel, vor allem im Multiplayer. Ridge Racer 6. Ja, das End of Eternity ist, wie heißt es bei uns? Ich komme jetzt nicht drauf. Das ist die JP-Version von Last Remnant, ist es nicht. War das jetzt das Enchanted Arms? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das könnte ich notfalls dann noch in der Beschreibung hinzufügen. Egal.
Projekt Gotham Racing, Prison Break, coole Serie. Auch wenn sie ab der, was war es, glaube dritte, vierte Staffel kommt jetzt ja noch. Also die haben jetzt mittlerweile schon wieder eine neue Staffel angekündigt, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Bin trotzdem der Meinung, dass die ersten zwei Staffeln so mit am besten waren und die Serie dann immer mehr abgenommen hat. Ja, lassen wir uns von der neuen mal überraschen. Glaube, die läuft sogar schon im Free-TV. Also irgendwas habe ich da gehört. Rumble Roses, eines der aufwendigsten Spiele von der Zeit zumindest, wenn man auf 1000 Gamerscore möchte. Robotic Notes, das ist raus aus der Collector's Edition, die aber glaube ich schon in einem vorherigen Video war. Pure. Top Spin 4. Na, machen wir daneben gleich noch einen Stapel mit Turtles. Ziemlich das beste Turtles für die 360, wenn man jetzt mal von den Arcade-Spielen absieht. TNA. Ja, hat mich wahnsinnig gemacht, das Spiel. Ghost Recon in der Premium Edition. Turok, ja. Mit den alten hat es jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun gehabt. Alle haben über das Spiel geschimpft. Ich fand es letztendlich doch ziemlich cool. Also schlecht, so wie es die meisten gesagt haben, ist es auf jeden Fall nicht. Gut, das sind zwei Leerhüllen, die habe ich wahrscheinlich irgendwo mal ausgetauscht. Uninteressant. Your Shape, DJP. Kinect allgemein Müll in meinen Augen. Egal, was es für ein Spiel ist. Red Dead Redemption, die Undead Nightmare Edition, also mit dem entsprechenden DLC. Saints Row 4, das ist die australische. Die ist ja auch wieder mehrfach spielbar. Twistermania. Ja, die Rabbids. Da habe ich massig Figuren davon. Glücksrad auf Englisch, amerikanisch. Ja. Auch aus der Edition raus mit dem Mikro. Die Wipeout-Spiele, wie ihr seht, dritter Teil. Da gibt es noch zwei andere. Die habe ich aber, glaube ich, auch schon gezeigt. Dann haben wir hier noch ein ChuChu JP-Version. Das ist, glaube ich, aus der Edition mit dem Controller raus, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir hier noch einen Donkey Kong Soundtrack. Ridge Racer Speed Nation. Ja, ich hatte mal sehr viele Soundtracks. Also auch ein, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen gefragtere, aber. Ja, die habe ich leider damals auch alle hergegeben. Diddy Kong auch noch. Ja, ich hatte von Parasite Eve und von, keine Ahnung, viele von Final Fantasy und. Also es war wirklich eine ganze Menge. Ja, habe ich damals halt hergegeben, weil ich dachte, ich brauche die nicht mehr. Gut, ich glaube, der CD Maxi-Stapel ist uninteressant, den stapeln wir einfach daher, den brauche ich sicherlich nicht durchgehen, vor allem bei Musik gehen die Geschmäcker doch deutlich auseinander und vor allem auch, was man in den letzten 20 Jahren an Musik gekauft hat, muss man nicht unbedingt heute noch hören, also da sind zumindest wirklich Sachen dabei, die, wo das zutrifft. Alarmstufe Rot, ja. Ich mag ja Command & Conquer wahnsinnig gerne. Der Soundtrack, okay, gut, da sind vielleicht von den, keine Ahnung, 30 Titeln vielleicht zwei gute. Ja, das ist nochmal was aus dem Deutsch-Hip-Hop Berlin-Bereich. Da habe ich was ganz Feines. Nach der hatte ich damals auch länger gesucht. Und zwar ist das eine VMU für den Dreamcast, Standard im Prinzip. Aber in der Limited Edition. Ja, und zwar eben, ja, Genesis Mega Drive Edition. Mit diesem Sega Gaga-Zeichen obendrauf. Also, das ist auf jeden Fall eine der VMUs für den Dreamcast, die man jetzt nicht an jeder Ecke hinterhergeschmissen kriegt. Wie gesagt, ich habe selbst längere Zeit danach gesucht. Und ja, da haben wir jetzt noch das Kokobo. Habe ich ja erst vor kurzem auf Facebook angeboten gehabt. Das hatte ich ja zweimal oder was, sogar mit Spinecard, die ja meistens fehlt bei dem guten Stück. Dann haben wir 64 DD SimCity. Gut, ich habe noch nie die Erweiterung, also diesen DD, DD, wie auch immer, noch nie angeschlossen. Somit habe ich auch noch nie die Spiele gespielt. Sollte ich mir vielleicht irgendwann mal angucken.
So, dann haben wir Fast and the Furious 6. Ne? Logisch, von Fast and the Furious sind alle Soundtracks vorhanden. Ne? Mit Bruch in der Hülle, aber das kann man ja wechseln. Das ist die Maxi zu Mortal Kombat. Darf natürlich auch nicht fehlen. Cannon Fodder, die Big Box liegt noch irgendwo anders. Für ein Amiga CD32. Ja, jetzt sind mir irgendwie auch noch ein paar Film-Soundtracks in die Hände gefallen. Da müsste aber irgendwo noch der Karton stehen, wo da noch circa 100 weitere drinnen sind. Aber die jetzt hier gezeigten sind zumindest auch schon mal ganz interessant. Und dann habe ich eine, na komm her, Mortal Kombat Uhr, die ja nicht so toll ist, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, aber ja, ich habe sie halt damals gekauft und es ist schon ziemlich lange her. Ich würde jetzt mal sagen, grob 15 Jahre. Und mir wurde da halt was anderes erzählt, als was letztendlich jetzt hier angekommen ist, beziehungsweise was ich jetzt hier also in Händen halte. Jetzt schieben wir mal hier rüber. Und ein bisschen Staub, den kriegen wir weg. Staub, da kannst du halt echt nichts gegen machen. Du müsstest da wirklich alles einschweißen. Das ist die Jurassic Park Box, ne? Schön mit dem Dino drinnen. Die Trilogie, wo ich euch ja, anfangs das Pack gezeigt habe. Die schieben wir hier hinter. Dann haben wir zwei kleine Editions von wahrscheinlich in Deutschland unspielbaren Spielen für den DS. Einmal. Zweimal gehören aber zur selben Reihe. Es ist nämlich einmal Teil 4 und einmal Teil 2. Dann habe ich noch einen Stoß PlayStation-Spiele ausgegraben. Battle Arena Toshinden habe ich doppelt. Also wenn das jemand haben möchte. Sehr geiles Spiel. Erster Teil war der beste Teil meiner Meinung nach. Ja, wobei, der Zweier war auch cool. Muss man fairerweise sagen. Der war mit ein paar mehr Fightern doch auch empfehlenswert. Track and Field, ja, Porsche Challenge komischerweise nochmal. Das ist wirklich komisch, weil jetzt müsste ich das Spiel theoretisch gesehen dreimal haben. Warhawk, ja, Sports GT, also wie ihr seht, die Höhlen, die haben hier und da noch ein paar Kratzer. Da ist jetzt zum Beispiel hier eine Ecke gebrochen und so. Das ist noch nicht so lange in der Sammlung, das Zeug. Lone Soldier, die UK. Und da werde ich jetzt halt da mal mich ranmachen und die Hüllen wechseln. Das ist aber weniger das Problem. Track and Field. Kriegen wir alles hin. Das 99er Formel 1. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch. Ne, habe ich das doppelt? Ne, keine Ahnung. True Pinball habe ich erst am Saturn in der Hand gehabt. NHL. Ja, irgendwann kommt der Kram halt auch. Motoracer. Shockwave Assault, das habe ich auch am Saturn in der Hand gehabt vor kurzem. Small Soldiers. Ja, PlayStation ist ja, irgendwie nicht direkt interessant. Also gehört nicht unbedingt zu meinen, ja, zu meinen Favoriten. Jetzt vom Sammeln her. Aber dennoch, wenn ich da mal was Neues jetzt finde, was mir halt noch fehlt, bin ich nicht abgeneigt. Und zum Glück sind die meisten Spiele ja auch relativ günstig. Da macht das Einkaufen dann noch ein bisschen mehr Spaß. Lucky Luke, FIFA. Ja, ihr seht, lauter Klassiker haben sich hier versteckt. Hier ist noch ein Top Gun. Ich glaube, das, was jetzt kommt, kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Guild Warrior habe ich definitiv auch doppelt. Crazy Ivan, ja. Das habe ich damals allen Ernstes versucht zu spielen, aber ich glaube, da wusste ich noch nicht so wirklich, dass diese Art von Game nicht wirklich was für mich ist. Aber egal, ich glaube, der Soundtrack oder was war zumindest recht annehmbar. Ah, muss ich euch nochmal umstellen, wo auch ein bisschen der Platz ist. Dann haben wir die, hoppala, Halo 3 Xbox. Ja, Karton hat schon bessere Zeiten hinter sich. Der hat halt irgendwann mal die Ecke eingeschlagen, aber nun gut. So ist das halt. Dann haben wir den Kopf, und zwar in dem Fall mit dem Xbox Cap drauf. Wenn ihr wisst, wo man diese Styroporköpfe oder auch ähnliches noch herkriegen kann,
Ja, nur her mit der Info. Es gibt ehrlich gesagt keine bessere Möglichkeit, um seine Caps unterzubringen, ne? Also die, die man zumindest nicht in der Öffentlichkeit trägt. Jetzt schauen wir mal, wo ich den Kopf hin tue. Ja, hält der hier? Dann legen wir ihn halt dahin, dann ist er auch erstmal weg. So, dann haben wir noch was. Ja. Wieder eine CD halt aus dem bereits bekannten Bereich. Ja, als ich das ja damals gekauft habe, war ich auch der Meinung, das müsste ein bisschen größer sein. Hier muss ich den Kleber noch entfernen, wie man sieht. Das Ding ist neu, aber es ist halt mickrig. Es schaut schon cool aus, ne? Also verstehen wir uns nicht falsch, aber ich habe halt, sag ich mal, ein bisschen was anderes damals erwartet. Vor allem, weil das Zeug im Merchandise-Bereich von Mortal Kombat auch nicht unbedingt zu den billigsten Sachen gehört. Oh, was haben wir noch? Einen Dreamcast in der normalen Standardversion. Ja, und wie sagt man immer? Alle guten Dinge sind bekanntlich zwei. Das ist sogar das Gerät, was ich damals original gekauft habe. Ja, 499 D-Mark im Geschäft. Das ist meine erste Dreamcast-Konsole gewesen. Läuft auch immer noch, hat nur leider einen leichten, also hat nur einen leichten Gilt-Befall. Ne? Ja, kann man leider nichts gegen machen, aber ist natürlich Quatsch. Alle guten Dinge sind zwei. Nein, alle guten Dinge sind drei. Natürlich haben wir drei Standard Dreamcast-Konsolen, wobei die dritte, wie ihr hier seht, von der OVP schon ein bisschen mitgenommen ist. Allerdings ist dafür das Gerät neu. Ist ja auch irgendwo ein Pluspunkt. Jetzt gucke ich, wo ich hier noch was hinquetschen kann. Zum einen habe ich ja mal das Mortal Kombat 3 Pad. Ja, also ich meine, da gibt es ja mehrere. Da gehen die Moves leichter von der Hand und also die Fatality und alles, ne, diese Karten, die kann man dann in diesen separaten Controller, der hier dabei ist, einstecken und dann läuft das Ganze. Gibt es für Mega Drive und gibt es für Super Nintendo. Gibt es allerdings auch mehrere Versionen davon. Müsste ich eigentlich alle haben, zumindest für ein System. In dem Fall ist es jetzt hier der Genesis. Nur fragt mich jetzt bitte nicht, wo die sind. Ich habe keine Ahnung. Also bis jetzt habe ich diese zwei hier rausgezogen. Ja, noch ein PlayStation-Spiel. Nichts Besonderes. Legen wir hier oben drauf. Dann, was braucht man, wenn man viele PlayStation-Spiele hat und viele Hüllen wechseln muss oder möchte? Richtig, man braucht einen Shoot. Ja. Und ja, natürlich braucht man da nicht nur eins, nee, man braucht zwei oder vielleicht sogar drei. Oder, weil es mir zu blöd wird, vielleicht auch 10. Oder vielleicht auch 20. Oder eventuell auch sogar noch ein paar mehr. Also um es genau zu sagen, komm her, braucht man mehr als genug davon. So viele, wie dass ich sie wohl leider gar nicht bekomme. Ja. Aber naja, die, die da sind, sind zumindest einmal besser als gar nichts, richtig? Ja, da hört es ja schon auf. Also, zumindest weniger als das mittlerweile bekannte Xbox-Spiel, was als ja, Hüllenspender dient. So, dann haben wir hier noch was ganz Schönes. Und zwar ist das der Lord of Darkness Legend. Ja. Ist damals von dieser Figurenreihe, also von der 5er Movie Maniacs, die am schwersten zu bekommende Figur gewesen. Aber mittlerweile auch schon so viele Jahre in der Sammlung. Die Zahnfee gibt es auch in zwei Versionen, wie ihr hier seht, offener Mund. Dann gibt es noch mit geschlossenem Mund, eigentlich lächerlich, aber so ist es halt. Eren aus der 7er Reihe von Texas Chainsaw Massacre. Was meiner Meinung nach fast die coolsten Figuren sind, weil die einfach gut aussehen. Die haben wir natürlich auch noch dabei. So, dann haben wir noch, oh, komme ich gar nicht rein hier, eine Original-CD-Tasche mit ein bisschen Staubansatz für die Xbox. Ist noch in der Verpackung, habe ich noch nie benutzt, brauche ich auch nicht. Wir haben andere Taschen dafür. Ja, und jetzt, bevor mir der Schuhturm hier noch umfällt, stellen wir da mal gleich die Hälfte wieder runter.
Also wenn da jemand irgendwas wissen sollte, dass man da noch ein paar Shoot bekommen kann, sagt mir bitte Bescheid, weil ich bräuchte definitiv noch mal so 50, meinetwegen auch 100 Stück, je nachdem. So, fürs Letzte stellen wir das Ganze jetzt ein bisschen hoch. Zustand könnte besser sein. Ich bin trotzdem froh, dass ich es in der Sammlung habe. Und zwar ist das die Big Box von Donkey Kong. Ich meine, der Zustand ist okay, aber er ist halt nicht neuwertig. Ich war mal an einer Box dran, die ist mir letztendlich aber zu teuer geworden. Also behalten wir halt erstmal die Box in der Sammlung. Tut ja auch kein Abbruch irgendwo. Suche ich mir lieber im Moment, die ich übrigens auch vor kurzem verpasst habe, die Big Box von Yoshi's World 2, Mario World 2, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, ne? Also halt der zweite Mario-Teil für den Super Nintendo gibt es auch noch als Big Box. Ja, vielleicht bekomme ich das gute Stück ja irgendwann mal, wer weiß. So, jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich euch eventuell noch einen kleinen Karton aufmache oder ob ich es jetzt gut sein lasse, weil ich wollte nicht mehr grob über 20 Minuten kommen und wir sind schon wieder bei 21. Ja, ich glaube, wir belassen es dabei, ist ja eh nicht mehr viel. Die letzten Kartons richte ich mir her, vielleicht fülle ich die heute noch ab, mal gucken, wenn ich zumindest den Haufen hier verräumt habe. Und dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, wie gehabt. Ne, ihr wisst Bescheid. Lasst mir Comments da oder was auch immer. Ich wünsche euch was. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.